Bloodbreed. Oh, ich traue mich nicht, Bloodbreed zu spielen. Das ist nämlich, das spielen wir jetzt. Aber vielleicht nur sehr kurz. Das ist nämlich genau das, was mir persönlich Angst macht. Nämlich Retro-Pixel-Horror. Das hat sich in meiner Kindheit so eingebrannt, glaube ich. Stop-Motion und pixelige Retro-Grafik finde ich beängstigend. Ja, nee, das ist übertrieben, aber mulmig wird mir. Jetzt kennt Twitch das Spiel schon wieder nicht. Was soll ich denn dann eingeben? Nix. Gib mir nix ein. Geht das überhaupt? Ja, dann gib mir kein Spiel ein. Bloodbreed. Sind es wirklich so skurrile Spiele, die ich mir hier rausgesucht habe, dass die nicht mal Twitch kennt? Cool Small Games. Na, schauen wir mal, wie cool das wirklich ist. BMP. Start. This game contains nudity, which may not be suitable for people under 18. Oh-oh. Ach so, Nudity ist censored by default. Ja, das müssen wir, glaube ich, machen hier auf Twitch, oder? Ah ja, guck mal hier, der hat einen Pixelschritt. Der Stier im Hintergrund. Ich verstehe. Lassen wir das für Twitch und dann später auch für den YouTube-Upload lieber zensiert. Ich muss jetzt nicht unbedingt die humanoiden Stierpenisse sehen. Ist Geschmackssache. Jedem, ne? Aber meins ist es nicht. Ich meine, die Figur sieht creepy aus, aber anders creepy als. Das sieht weniger retro aus und eher. Weiß ich nicht, wie das aussieht. Oh mein Gott, das geht ja schon mal furchtbar los. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Hat sie sich verletzt oder muss sie kotzen? Mein Gott, die Figur ist das Unheimlichste, das Gesicht. Warum siehst du so aus? Kann ich irgendwie sprinten? Ah ja, ich kann sprinten. Ha. Ich mag den Stil nicht so gerne bis jetzt, aber gut. Okay, ich glaube, wir müssen was anderes machen. Wie stehst du eigentlich zu Fallout 76 und dem Wasteland-Update? Ich würde sagen, vorsichtig, skeptisch. Ich schaue mir das auf jeden Fall natürlich an. Bin auch gespannt. Ich glaube nicht, dass das Spiel für mich retten kann, weil für mich das Spiel andere Probleme hat als NPCs und fehlende NPCs und fehlende Quests. Das Spiel hat an vielen anderen Stellen Limitationen, die das für mich einfach kaputt machen. Ah, das geht ja schon mal gut los, dieses Spiel hier. Ich drücke alle Tasten. Keine macht irgendwas. La 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 la. Kann ich einfach wieder einsteigen? Soll ich mal den Motor aufmachen? Ein kleines Controls. Controls hilft vielleicht. Ja. Run. Interact A. Ja, genau. Wollen wir mal nochmal gucken. Felix, hä? Also, ich habe von dem Spiel ja nicht. Also, ich meine, ich bin ja hier ohne Erwartungshaltung reingegangen, aber so ein bisschen. Irgendwas, was überhaupt nicht. Soll ich mal in den Wald laufen? Nee, auch nicht. Nach dem Reh können wir auch nicht schauen. Ah, ich drücke A wie ein Verrückter. Überall. Kann nichts durchsuchen hier. 10 von 10 möglichen Punkten. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Ah, eine Mauer. Ein Haus, Gebäude. Soll ich da hingehen? Vielleicht.
Zivilisation. Hilfe. Ich habe einen Hirsch getötet. Ist hier irgendwo ein Hirscharzt? Ah. Ja, ich finde das unheimlich. Press A to interact with objects marked X. Okay. Die Animationen sind jetzt nicht ganz so schön irgendwie. Die Figur ist jetzt nicht so state of the art gestaltet. Also selbst für so einen Retro-Look. Das macht die Atmosphäre kaputt. Aber genau diese pixelige, diese verschwommene, diese nicht klar erkennbare Atmosphäre, dieser Stil, finde ich sehr unheimlich in solchen Spielen. Ich finde so PlayStation 1 Horrorspiele immer noch unheimlicher meistens als irgendwelche modernen. Das ist weniger Angst, richtig, weniger Panik, sondern wirklich so ein ungutes Gefühl einfach. So ein uncool. Ein umgeschmissener Topf. Ein umgeschmissener Mülleimer. Okay. Wir werden es wahrscheinlich nicht so weit spielen, um es rauszufinden. Aber meine Interpretation der Story ist, dass wir wahrscheinlich tot sind. Und das sind so unsere letzten Gedanken. Und irgendwie dieser umgefahrene Hirsch. Und vielleicht auch der Autounfall und so. Das wird wahrscheinlich immer wieder auftauchen. Das werden wiederkehrende Motive sein. Und ja, mal schauen. Ah ja, guck, da haben wir schon. Nur, dass da jetzt eine Person liegt. Eine Falle am Boden? Eine Bärenfalle? Ich gehe mal lieber nicht rein. Hello. Ah. Nackte, tote Personen. Cool. Wie locker unser Charakter das wegsteckt, ne? Habt ihr jetzt noch die fehlenden 5 Euro vom 24-Stunden-Stream via PayPal nachgereicht? Wusste ja nicht, dass du die Hälfte vom Bitgeld behalten darfst. Aber der 24-Stunden-Stream, da werden Bits gar nicht mitgerechnet. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man das einstellt. Oder werden Bits mitgerechnet? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nur PayPal-Spenden, beziehungsweise auch Tippy-Stream. Ich glaube schon, dadurch, dass das Streamlabs bzw. Twitch alles recht automatisch macht, bin ich mir da teilweise ehrlich gesagt nicht mal sicher. Aber ich glaube nicht. Ich würde ja schon gern noch das erste Monster sehen, aber bis jetzt bin ich nicht motiviert. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich meine, sind das hier, was, warum steht hier so, was ist überhaupt? Bin verwirrt. Leave this room. Oh, Metzgerei. Ist da jemand? Da ist jemand, da bewegt sich jemand. Hallo Person! Ich bin auch eine Person. Wir können uns zusammentun. Dann sind wir Personal. Oh, ich glaube, der ist böse. Okay. Okay, 10 von 10 möglichen Punkten. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Not a fan. Resident Hills sieht doof aus.